Ja, vielen Dank, Nina. Ich freue mich auch wirklich darauf, die Moderation übernehmen zu können. Und ich kann, glaube ich, Ihnen und euch allen versprechen, das ist auf jeden Fall die deutlich bessere Vertretung, als wenn ich gestern hätte kochen müssen. Ja, und wir haben nämlich das Essen präsentiert. Deswegen sind wir da ganz gut unterwegs. Neben meinen, glaube ich, zugegebenen, vielleicht etwas zugegebenermaßen bescheidenen Kochkünsten haben wir aber auch noch ein anderes Thema. Und zwar soll es heute um Composable Commerce gehen. Und das ist, glaube ich, so wirklich einer der heißesten Begriffe, die man momentan verwenden kann. Einige sagen auch, vielleicht ist es auch schon wieder ein neues Buzzword. Und ich glaube, was wirklich schön ist, dass wir hier die Gelegenheit haben, in der Praxis über dieses Thema mitzusprechen. Und deswegen freue ich mich hier mit einem wirklich, wie ich finde, sehr hochklassigen und sehr begehrten Panel. Ja, also einige haben schon direkte Anschlusstermine hier in der Verpflichtung genommen, mitzunehmen. Und vielleicht mögt ihr euch einmal vorstellen. Dann würden wir mit dir anfangen. Ja, gerne. Ja, mein Name ist Arthur Wotzenhack-Feldmeier. Ich komme vom Unternehmen Vago und bin dort seit 2005 für alle Themen rund um die Produktinformation zuständig, von der Datenmodellierung über Katalogautomatisierung, Datenpflegeprozesse, Übersetzungsprozesse und durchaus auch einige technische Sachen wie auch Schnittstellen auch Richtung Commerce. Herzlich willkommen, Sebastian. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jürgen Sebastian. Vielleicht ein bisschen leiser. Ich komme vom Unternehmen der Remmers-Gruppe aus Löning. Wir stellen bauchemische Produkte und Holz, Farben und Lacke her, auch im Industriebereich. Unser bekanntester Kunde ist sicherlich IKEA, ein größter Lackzulieferer für IKEA. Ich selbst verantworte den gesamten Bereich der SAP Business Solutions, inklusive E-Commerce und aller Digital-Services drumherum. Also das beinhaltet neben dem E-Commerce und den Commerce-Systemen dann auch alle Grundlagen wie PIM und MAM, aber eben auch die CRM- und Marketing-Systeme. Und freue mich heute ein bisschen davon zu erzählen, wie wir das in Kombination möglichst effektiv für unsere Kunden und Services einsetzen. Ich glaube, mich kennen Sie, aber trotzdem, ja, alle, gut. Ich freue mich auf die Panel-Diskussion, weil mein Part wird sein, was das alles mit Print zu tun hat bei Composable Commerce. Das wird mein Part sein, ich freue mich. Super, vielen Dank auch an dich, Horst. Ja, wir hatten gerade kurzfristig in der Einleitung drüber gesprochen, ob wir gesagt haben, muss man dich überhaupt noch vorstellen für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand wirklich komplett immer sich gegenbewegt hat zu dir. Aber du hast gesagt, selbst am Buffet hätte man mich treffen müssen, also von daher. Schön, dass du dabei bist. Und ich glaube, der Vorteil der Panel-Diskussion ist, dass man sitzen darf während der Präsentation. Dann wollen wir das einnehmen. Jetzt habe ich das eingangs gerade schon so ein Stück weit gesagt. Ist das jetzt ein anderes Buzzword? Ist das ein heißes Thema? Vielleicht ist es dann aber auch erstmal wichtig zu klären, was bedeutet denn Composable Commerce für euch, Sebastian? Ja, im Gegensatz zum Headless Commerce möchte ich mal die beiden Begriffe voneinander trennen, so wie ich das zumindest verstehe. Also wir haben irgendwann natürlich angefangen, diese Monolithen bei uns aus der Systemarchitektur rauszuschmeißen, weil wir mit einem System, nehmen wir jetzt das E-Commerce-System, im Grunde nicht alle Bedarfe bedienen können, weil einfach die Anforderungen von außen immer größer und stärker werden in Bezug auf die Schnittstellen zu den anderen Systemen, Warenwirtschaft, Verfügbarkeiten, aber auch Tracking, Daten und alles, was drumherum gehört. Und haben angefangen, quasi an diesen Monolithen oder ans E-Commerce-System Systeme drunter zu hängen und die quasi per Services abzufragen. Das war so der Anfang von dem ganzen Headless-Gedanken, dass diese Systeme unten drunter eigentlich keine, wie der Name schon sagt, kein Head haben, also keine eigene Oberfläche, sondern im Grunde nur als Backend-System oder Services zur Verfügung stehen, die wir an unseren Zentralsystem anbinden. Und auch das stößt halt langsam an die Grenzen, weil dieses Zentralsystem eben immer noch zu groß und zu schwerfällig ist. Da muss man auch erstmal das Richtige finden und die Welt wird einfach immer komplexer und auch immer geschäftskritischer, muss man ja auch sagen. Die Digitalkanäle, das war auch bei uns bei Remmers natürlich lange Zeit nicht so. Aber mittlerweile nehmen die so einen hohen Stellenwert ein, dass man sich keine Auswahlzeiten und Sonstiges mehr leisten kann. Und deswegen schwenkt man jetzt eben davon, dass man auch diesen Monolithen eigentlich aus dieser Systemarchitektur rausnimmt. Und im Grunde ganz viele Headless-Systeme nebeneinander hat,
die alle miteinander quasi kommunizieren können und miteinander verbunden sind. Und dann ihre Services an verschiedene Komponenten bereitstellen. Welche das sind, kann ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen, aber nur um mal zu verstehen, was für mich jetzt in der Architektur der Unterschied zwischen dem Headless-Gedanken und dem Composable-Gedanken ist. Also wirklich ganz viele Einzelkomponenten zu haben, nicht mehr so kritisch und abhängig zu sein von den Einzelnen und diese Verbindung zu schaffen zwischen allen Services untereinander. Ja, spannend, vielen Dank. Also auf jeden Fall auch wirklich etwas Neues, so wie du das siehst, Arthur. Wie seht ihr so Composable Commerce? Was bedeutet das für euch? Ja, ich fand die Definition sehr interessant und auch für mich neu. Ich hatte, muss ich zugeben, ein bisschen Schwierigkeiten mit der Begriffsdefinition. So wie ich das sehe oder so wie wir das im Unternehmen sehen, brauchen wir halt immer mehr bei den Systemen, die für sich ihre Funktionalitäten optimal umsetzen, eben halt möglichst viele Services, die dann überall angeboten werden können und wo ich dann mit dem Composable Commerce im Endeffekt aus den unterschiedlichen Services neue Funktionalitäten zusammenbauen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an den Facettenkatalog. Im Endeffekt habe ich dort Funktionalitäten aus allen erdenklichen Systemen und kann dann daraus komplett frei neue Use Cases umsetzen und bin da vor allem sehr flexibel und auch sehr schnell. Und muss halt nicht Standardschnittstellen irgendwo zwischen monolithischen Systemen hin und her bauen. Okay, also weniger monolithisch auf jeden Fall, schneller in der Anwendung und auch einfacher, um Geschäftskritisches zu übersetzen. Horst, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt in deiner Einleitung, Composable Commerce für dich und du hast gesagt, es sind die Print Days. Ja, das sind zwar meine ersten, aber tatsächlich habe auch ich das verstanden mittlerweile. Darum ist das natürlich mal interessant, auch von dir zu hören, was Composable Commerce und was das vor allem mit Print zu tun hat. Denn ich hätte fast so gesagt, aus der PIM-Brille, aus der ich komme, Product Information Management, du sagst ja immer so schön, das Gedruckte ist die Wahrheit. Ja, also ist das im Prinzip die Möglichkeit, aufgrund von guten Artikeldaten, die zusammengehört, die Wahrheit zu verbreiten. Aber ich bin gespannt, wie deine Definition aussieht. Ja, also ich würde noch kurz eine Sache ergänzen. Nicht das Gedruckte ist die wahre Wahrheit, sondern das Manifestierte ist die Wahrheit. Ob das auf Papier manifestiert wird oder auf ein Etikett bei Remmers oder auf einem Dokument, das so gesehen vorhanden ist, ist ein spannende, aber letztendlich eine Detailfrage. Wir sind natürlich die klassischen Print-Applikationen, die wir anbieten, sind ja so gesehen, so erstmal sehr monolithisch per Definition. Es deckt eigentlich ja genauso Best-of-Breed-Ansatz ab. Naja, kaufst du das und dann kannst du alles machen. Das ist, wie du es gesagt hast, natürlich in diesem sehr dynamischen, schnell wachsenden E-Commerce- oder Commerce-Bereich gar nicht möglich. Aber ich sag mal, der Scope von klassischem Print ist nicht so dynamisch. Aber warum beschäftigen wir uns damit? Weil, ich sag mal, das übliche Tandem, hast du ein Akineo-PIM und dann machst du Database Publishing für Katalog und für die anderen Touchpoints, alles schön und gut, aber Print verändert sich und Print wird ein Teil der digitalen Kommunikation. Und wenn es Teil der digitalen Kommunikation ist, gehorcht es den digitalen Gesetzen. Und eine der digitalen Gesetzen ist, dass man Trial und Error macht, dass man es mal ein bisschen ausprobiert und guckt, ob man dann Ergebnisse hat. Und basierend auf diesen Ergebnissen trifft man die nächsten Entscheidungen. Und es soll schnell sein und der Business Value soll im Vordergrund stehen und es soll nicht perfekt sein. Also übersetzt auf das Printprojekt soll das gar kein schweres Printprojekt sein, sondern aus irgendeiner Komponente, wo dann eine Printgenerierung Sinn macht, was auch immer, welche Komponente das dann ist in diesem riesen Potpourri, muss man ganz schnell es integrieren und auch ganz schnell umsetzen. Wir haben ja mit dem Datenblatt-Service mit Akineo, kann man Standarddatenblätter, Achtung, die Divago-Datenblätter, das sind Mini-Kataloge, aber kann man mit wenigen Tagen schon mal die ersten Effekte erzielen. Und von da gesehen gehorchen wir in diesem Kontext genau den digitalen Gesetzen. Wir unterliegen einer sehr, sehr hohen
volatilen Entwicklung der Infrastruktur und es muss schnell passieren. Von daher gesehen, für diese Anwendungscases sind wir eigentlich auch ein Player und deswegen versuchen wir uns auch so weit als möglich über APIs genau diesem Paradigma zu unterwerfen. Ja, vielen Dank. Und also kleine Anschlussfrage nochmal an dich, weil sich das natürlich aufdrängt. Ihr als Print seid ja auch Mitgründer der Programmatic Print Alliance. Ja, vielleicht für die wenigen, die es noch nicht wissen, ein, zwei Sätze dazu. Was ist die und wie ordnest du das in diesem Kontext mit ein? Wer kennt Programmatic Print vom Schlagwort? Wenig, aber nicht überraschend. Wir haben im Prinzip, wir sind Gründungsmitglied deswegen, weil natürlich, ich sag mal, die Print-Industrie sich natürlich auch neu aufstellen muss. Die wissen natürlich auch, der Katalog mit diesen riesen Auflagen, das geht ja alles nicht mehr. Das ist ja eigentlich endlich. Und die Print-Industrie, das mag Dienstleister sein, das sind die großen Maschinenhersteller, müssen sich überlegen, wie sie sich neu aufstellen. Und wir sind dabei, weil wir sagen, Leute, hört her, ihr müsst digital denken. Ihr seid kein eigenständiger Kanal mehr. Das mag vielleicht bei dem einen oder anderen Kunden noch so sein, aus historischen Gründen und Entwicklungsgründen, aber in der Perspektive von 10 bis 15 Jahren gibt es keinen Printkanal mehr. Das ist tot, das ist vorbei. Ihr müsst digital denken und ihr müsst auch so denken wie die Digitalen. Und das ist natürlich für die Leute so erstmal ein völliges Undenken, weil das ein völlig orthogonales Denken ist. Deswegen haben wir da mitgemacht, um im Prinzip die Digitaldenke dort reinzubringen, um dann die Printindustrie in die digitale Welt zu führen und sagen, hey, ihr macht tolle Touchpoints, aber es ist ein Teil der digitalen Kommunikation. Es ist Überzeugungsarbeit. Wenn ich da vielleicht ergänzen oder einhaken darf, was ist denn Print am Ende? Print ist ja für mich nicht das gedruckte Exemplar, sondern Print ist für mich quasi ein generiertes, in sich geschlossenes Dokument, sag ich mal. So. Und das verwenden wir massiv. So. Also, und auch diese Riesenkataloge, die so verschrien sind, verwenden wir massiv mit den Preislisten. Also wir drucken immer noch quasi die vollen Kataloge mit den Preisen, um sie danach digital den Kollegen an die Hand zu geben. Die haben natürlich auch Systeme, wo die Preise schnell nachschauen können, aber die sind es einfach auch gewohnt, schnell nachzublättern hinten auf die Seiten, die sowieso kennen, und dann haben die Preise da drin stehen. Oder auch Broschüren zum Beispiel, die drucken wir am Ende nicht. Ja? Heute machen wir natürlich nicht mehr diese dicken Wälzer, sondern machen diese einzelnen Segmentbroschüren, nur noch für spezifische Anwendungen. Aber jetzt geht es ja so weit, dass ich das für den Kunden individuell zusammenstellen will, wenn ich bei dem sitze. So. Und dann in dem Moment will ich das aber auch fertig generieren als Dokument, um es ihm danach zuzusenden. Ich druck das nicht mehr, ich übergebe das nicht mehr, aber ich bin trotzdem ständig in der Situation, dass ich Print-Dokumente quasi erzeuge. Und die Basis dafür ist, genau wie für alle anderen Kanäle, egal ob es jetzt die Webseite oder die Intranets oder die Netzwerke der Partner sind, ist natürlich immer die gleiche. So, ich habe immer die gleiche Basis für die verschiedenen Ausleitungen. Und da ist Print quasi ein Ausleitungskanal quasi am Ende, den ich aber immer noch massiv verwende und auch in der Zukunft noch massiv sehe. Mit Kanal, dass Print kein Kanal ist, meinte ich kein Bestellkanal, aber die Print-Touchpoints leben natürlich weiter. Arthur, vielleicht für dich auch noch mal die Chance, etwas dazu zu sagen. Wie ordnet ihr Print nach der digitalen Print-Definition hier ein? Ja, wir haben mit diesem Facettenansatz im Endeffekt damals schon strategisch uns überlegt, wie gehen wir da vor. Das ist hochregelbasierend, das heißt datengetrieben, regelbasierend. Bedeutet, wir müssen uns eben von diesen kanalspezifischen Denken komplett lösen. Wir haben damals schon gesagt, wir denken gar nicht mehr in Kanälen, sondern wirklich nur noch digital. Es gibt diesen einen Kanal digital. Und wenn wir Produktinformationen pflegen, dann pflegen wir, um diesen Artikel entsprechend in seine Eigenschaften in voller Schönheit zu beschreiben.
und in die Kanäle die Transformation, dafür sorgen dann die Systeme. Also, dass ich irgendwie an dem Content oder an den Daten irgendwas manipulieren muss, damit ich irgendeinen Kanal bedienen kann, das haben wir so von der Denke gar nicht. Wir wollen auch dahin kommen, dass wir mit diesem Facettenansatz zukünftig, jetzt wo die Ära der Bibeln endet, endlich diese kundenspezifischen und super individuellen Kataloge generieren können. Und dazu ist es natürlich essentiell wichtig. Und ja, Horst hat ja auch unseren Datenblatt-Service angesprochen. Ich hatte es in meinem Vortrag auch. Mit dem, was wir da machen, wir haben da jetzt 5 Services im Endeffekt aufgebaut. Und vor kurzem kam auch der Kollege, wir hätten gerne auf einer Webseite eine neue Funktionalität, alle denklichen Informationen dem Kunden zur Verfügung stellen als ZIP-File. Was machen wir mit den Datenblättern? Hier ist der Aufruf, kannst du dir direkt runterziehen. Da muss man keine Schnittstelle oder irgendwelche Files irgendwie rumhantieren, sondern über den Service kannst du dir genau die Form des Datenblatts ziehen, die du brauchst. Wobei wir, wenn ich da direkt anschließen darf, im Grunde auch, genau wie du sagst, nicht mehr in Kanäle unterscheiden. Aber was jetzt eigentlich neu dazugekommen ist, dass wir trotzdem nicht diese digitalen Inhalte, die wir bereitstellen, für alle gleich bereitstellen wollen. So. Ne? Sondern wir sprechen jetzt nicht mehr über Kanäle, wo ich Inhalte unterschiedlich auspräge oder vorhalte. Das ist für alle gleich. Aber ich spreche schon über unterschiedliche Datenpakete, sage ich mal. Ja? Also machen wir es am Produkt ruhig fest. Ich habe A-Plus-Content, mega wertvoll, voll SEO-optimiert. Der beinhaltet alle Suchbegriffe, die wir aus der Suchmaschinenoptimierung raus extrahiert haben. Den haben wir da einfließen lassen, ja, dass die Stichworte entsprechend oft da drin vorkommen und so weiter. Also hoch angereichert mit Bildern zu jeder Farbvariante, mit eigenen Anwendungsbildern und. So wie wir uns selbst gerne darstellen wollen auf unserer eigenen Webseite, um dann natürlich auch in den Suchmaschinen eine entsprechende Relevanz zu spielen. Die Inhalte will ich aber nicht rausgeben. Wenn ich die Inhalte jedem jetzt rausgebe, der meine Produktdaten haben möchte, habe ich sofort massiv Duplicate-Content. Werde wieder abgestraft in den Suchmaschinen, meine ganze Arbeit war umsonst. Also erstelle ich B-Content. Immer noch Suchmaschinen optimiert, vielleicht aber auf die schwächeren Begriffe, ja, für meine B-Partner oder für die ganzen Marketplaces, in denen ich unterwegs bin, damit ich mich nicht gegenseitig kannibalisiere. Wenn ich auf meiner eigenen Webseite und auf den Marketplaces immer das Gleiche und die gleichen Inhalte verwende, dann kannibalisiere ich mich gegenseitig. Also haben wir mittlerweile, ich weiß es gar nicht, A, B, C und das Standardsortiment, sage ich jetzt mal, wo nur die Basics wirklich drin sind. So unterscheiden wir heute unsere Datenpakete. Der Channel ist dann egal, aber wir haben immer noch diese Trennung heute, nur eben in einer anderen Form. Okay, spannender Ansatz zu sagen, nicht mehr nach dem Kanal zu unterscheiden, sondern was im Kanal bereitgestellt wird. Und ja, auch schon ein bisschen eine Überleitung für die nächste Frage, wo wir in die Richtung mal gehen wollen. Wir haben es jetzt definiert, wir haben mal so einen Anwendungsfall in Richtung Channel Print angesehen oder in der Channel Unabhängigkeit, aber wenn wir in dieses größere Konzept Composable Commerce mit reingucken, wie sieht das denn sonst noch in der Praxis so für euch aus? Was sind weitere Anwendungsfälle? Arthur, vielleicht möchtest du mal. Ja, also zum einen natürlich die Verbindung der Systeme, wie zum Beispiel unsere Kundeninformationen. Ich kann mit den Kundeninformationen, das hatten wir heute Morgen in der Keynote relativ gut gesehen, was man alles machen kann, wenn man seine Kunden genau kennt, dass man zielgruppenorientiert Publikationen generieren kann. Diese Daten so angereichert mit den Analyse-Tools, die wir zum Beispiel online haben, diese anreichern, diese wieder über Services zur Verfügung stellen für zum Beispiel Printkanäle oder wir wollen ja eigentlich vom Printkanal nicht sprechen, aber für Printpublikationen, die bei uns größtenteils digital und nicht mehr in Papierform sind, aber auch für die Online-Medien. Und wir haben zum Beispiel ein anderes Beispiel, fand ich ganz witzig, es war auch so ein schöner Aha-Effekt. Wir haben eine Suche für bestimmte Kriterien auf der Webseite und wir sind auf der Webseite im Endeffekt schon seit 2 Jahren dabei, alle neuen Funktionalitäten über Microservices umzusetzen. Und jetzt hat ein Kollege angerufen und sagte, Mensch, wir möchten für einen Kunden aber super Use Case, der ist super begeistert, wenn wir das hinkriegen, aber wir bräuchten die Informationen aus dieser Suchmaschine, die ihr dort darstellt. Das war eine Fragestellung über Teams,
hat jetzt eine Antwort erwartet, lass uns mal zusammensetzen, Kickoff, wie auch immer. Ich habe ihnen geschrieben, hier, das ist der Aufruf, die Parameter, leg los. Einfach durch diese Microservices kann ich eben relativ schnell einfach mal eine komplett neue Funktionalität, einen riesen Benefit für den Kunden. Ich darf es nicht genauer erläutern, weil es noch geheim ist. Aber das war wirklich so ein Aha-Effekt. Okay, diese Umstellung bringt am Ende wirklich relativ schnell auch irgendwelche Benefits, die man dann auch merkt. Ja, vielen Dank, dass du uns daran teilhaben lässt und zumindest so einen Sneak Peek auf die Geheimnisse gibt, die so zu erwarten sind. Sebastian, hattest du noch sonst weiteres Anwendung? Ja, ich würde das gerne mal skizzieren, weil ich nicht weiß, wo jeder hier im Raum so ein bisschen steht und versteht, was da eigentlich alles für Dinge am Ende zusammenspielen wollen. Also fangen wir bei der Webseite an, so die normale Corporate-Site. Ist klar, jede Menge Produktinformationen, ich will mich voll und in Gänze darstellen. So, dann kommt der E-Commerce dazu. Ich kenne genug Firmen, die haben immer noch getrennte Systeme, ja, eine Corporate-Site und daneben ein B2B-Shop. Irgendwo ist der Absprung auf der Webseite und dann bin ich in einem anderen System. So, in dem B2B-Shop verkaufe ich aber am Ende auch Produkte, muss das Gleiche darstellen. Ja. Also das in einem System zu machen, macht ja schon total Sinn. So. B2B alleine als Vertriebskanal jetzt oder zum Einkaufen oder zum Verkaufen der Produkte reicht natürlich nicht, sondern wenn der Kunde sich einloggt, will der den kompletten Self-Service. Ja? Dann bin ich sofort dabei, quasi die gesamten Warenwirtschaftssysteme dahinter mit Verfügbarkeiten, Lagerstandorte und so weiter mit anzubinden. Wenn wir das alles mit drin haben, dann reicht das aber immer noch nicht, weil es gibt ganz viele Serviceprozesse, die mit dem Außendienst, der mit dem Kollegen spricht, natürlich entstehen und die will der Kunde da drin auch alle finden. Also meine letzte Reklamation, meine Rücklieferung, vielleicht will ich auch selber eine Reklamation oder einen Rücklieferantrag erstellen. Also komme ich sofort in den Bereich, dass ich diesen ganzen Backend-Teil, wenn ich eingeloggt bin, quasi mit immer mehr Services quasi aufpumpen muss und das mit den anderen Systemen, die da dranhängen, in Verbindung bringen. Dann kommt on top quasi die App. Was mache ich denn jetzt? Spreche ich jetzt mit einer App-Agentur und sage, ich brauche eine App? Ja, haben wir hier wunderbar, Baukasten-App hier, kannst du jetzt zusammenbauen, fertig. Ja, und meine ganzen Services und Dienste, ja, die müssen wir wieder alle hinten dran anbinden oder das wird unheimlich schwierig quasi, weil es immer die gleichen Anforderungen über diese verschiedenen Anwendungen und Kanäle sind. Und am Ende will ich ja meinem Außendienst und meinem Kunden im Grunde sogar noch die gleichen Informationen bereitstellen. Ja? Also der Kunde hat ja auf einmal einen Wissensvorsprung. Ja? Der Außendienst kommt zu unserem Kunden, klingelt und der Kunde weiß mehr als er, weil er gerade eben noch im B2B-Shop war und schon nachgeguckt hat, ne, wie ist die Lage, wie ist der Stand, wie ist die Verfügbarkeit, wie ist das, wie ist jenes. So. Und wenn der Fachvertreter quasi nicht in der gleichen Lage ist, so, aber wie bringe ich ihn denn in die gleiche Lage? Ich kann ihm ja nicht den Webshop-Zugang des Kunden geben, so, sondern ich muss also analog alle Informationen, die ich dem Kunden gegeben habe im Serviceportal, muss ich quasi meinem Außendienst in seinem CRM-System zur Verfügung stellen. Und schon wieder brauche ich die gleichen Funktionen quasi an zwei verschiedenen Stellen. Und spätestens dann erkennt man eigentlich, dass dieser Kosmos, ich könnte jetzt noch 10 Beispiele mehr aufführen, wie dieser Kosmos einfach immer größer wird mit diesen Informationen, die man daran anschließen will, dass ich das eben auf verschiedenen Oberflächen, in verschiedenen Systemen bereitstellen muss. Und das geht nur durch so eine Composable-Architektur aus meiner Sicht. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes und sehr praxisnahes Beispiel und bin mir sicher, dass du noch eine Menge Nachfragen kriegen wirst, wenn der Vortrag vorbei ist oder vielleicht auch später noch. Horst, Composable Commerce in der Praxis, wie ist deine Sicht da so drauf? Wo sagst du, wo sind eure Touchpoints damit, die Haupttouchpoints? Wie siehst du vielleicht auch einen Ausblick und eine Entwicklung für euch, um euch daran anzupassen? Ach, Arthur, habt ihr das umgesetzt mit diesen Anwendungsbetriebsanleitung, Dokumentation auf Artikelebene, um das Ranking von den BME-Dateien zu erhöhen? Das war mal so eine Idee letztes Jahr. Ja, genau. Stimmt, ja. Habt ihr umgesetzt? Nein. Okay. Also wenn ihr jetzt Composable Commerce hättet, dann da ist, wenn ich das kurz erklären darf, klar. Weil es ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil es erstmal auf den ersten Blick völlig
weit weg ist. Waren BME-Dateien, oder? Nee, das war, meine ich, die Definition für unseren Webshop der Daten, die wir dort darstellen. Ihr wurdet von irgendeinem Marktplatz, glaube ich, gerankt oder so. Ach so, du meinst die, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Okay. ja, da sind wir noch dabei, das Ranking deutlich zu verbessern. Genau. Genau. Also ein Ranking einer digitalen Datei auf einem Marktplatz hat mal, würde ich mal sagen, jeder würde sagen, hat ja mal überhaupt nichts mit Print zu tun. Total digital. So, und jetzt werden natürlich die Dateien bewertet, algorithmisch, was sonst, und wird halt auf Vollständigkeit oder auf Dupletten, also das kennen wir ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und dann war, ich glaube, ihr wart schon recht gut gerankt, aber es hat noch so eine Sache gefehlt, nämlich eine auf Artikelebene so eine, war das eine Art von Bedienungsdokumentations, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, im Endeffekt eine Art Montageanleitung. Eine Montageanleitung. So, jetzt ist es natürlich so, dass die Montageanleitung nicht auf jedem Artikel ist, sondern auf der Serie oder, würde ich sagen mal, Produktfamilie, weil es dort die Montage überall gleich ist und die Ausprägung der Artikel, ob das jetzt 8 oder 10 oder 12 Pole ist, ich simplifiziere das jetzt natürlich, ist ja für die Montage völlig irrelevant, meistens. Also gibt es dieses Dokument nicht auf Artikelebene. Und jetzt erwartet, dass man ein besseres Ranking ist, will man eine Montageanleitung auf Artikelebene erzeugen, was natürlich nicht manuell geht, das wäre ja der Wahnsinn. Und das ist dann etwas, wo man dann sagt, man manifestiert Informationen in einem Dokument, also im PDF und legt das auf Artikelebene ab. Und das Composable ist eigentlich für mich, oder die Anforderung, was du auch eingangs gesagt hast, die Anforderungen sind so schnell und auch teilweise überraschend. Also da kommt halt eine Anforderung, da muss man irgendwie reagieren. Man muss ein System mit dem anderen kommunizieren, schnell. Eigentlich auch gar nicht so vorhersehbar, welche Kombination jetzt gefordert wird. Und das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel, dass man dann einen Service integriert, an dem man, glaube ich, halbes Jahr vorher nicht mal ansatzweise gedacht hat, dass es die Anforderung gibt. Und das ist, glaube ich, genau auch der Treiber. Die Anforderungen wachsen ja enorm. Es kommen immer neue Plattformen, immer neue Anforderungen. Und das ist auch nicht vorhersehbar. Also wenn da mal wieder ein Innovationszyklen sind 2 Jahre, also wir wissen gar nicht, was in 2 Jahren auf einen zukommt. Man muss halt schnell reagieren und dazu braucht man halt eine Architektur, wo man schnell reagieren kann. Absolut, auch Internationalisierung an der Stelle ein ganz wichtiges Thema, ne? Weil klar denkt man immer, die deutschen Prozesse lassen sich dann international einfach nur mit einem Sprachswitch quasi austauschen, so, ne? Und dann begibt man sich auf die Reise der Internationalisierung und versucht die Services quasi in alle Niederlassungen und Gesellschaften quasi auszurollen und stellt fest, ja hoppla, ne? So, die Marktplätze sind anders, die Subsysteme sind anders, die Financial-Vorgaben sind anders, ich muss auf einmal Behördensysteme mitbedienen, was es in Deutschland so als Vorgabe gar nicht gibt und da kommt einfach nochmal so viel on top quasi, dass ja, wie, genau wie du sagst, das entsteht einfach auch regulatorisch jetzt immer wieder neue Vorgaben, ständig, du bist ständig eigentlich im Wandel, um das anzupassen, da musst du einfach flexibel sein. Ja. Also das Beispiel, was Horst sagte, im Endeffekt geht es, wir haben ja die Datenblätter, da gibt es Handhabungshinweise und Abmessungszeichnungen, die wir auch automatisieren wollen mit einem Grafikroboter. Das ist aber ein Riesenpamphlet. Man kann das über unser Service ja auch eindampfen. Ich kann natürlich auch daraus wieder einen separaten Service ausleiten, der ist relativ simpel umzusetzen, dass ich nur eine Teilmenge daraus ziehe, die eben genau sowas beschreibt wie so eine Montageanleitung. Und das kann ich dann wieder genauso wie die Datenblätter on demand generieren lassen und habe mein Scoring deutlich verbessert. Ich muss zugeben, wir waren relativ schlecht im Scoring. Also wir haben da noch, wir sind aber auch im Ball, das deutlich zu verbessern. Aber die, man muss auch sagen, die Kriterien sind auch ein bisschen utopisch. Okay, vielen Dank. Dann glaube ich, mir ist mein Headset vom Kopf.
Okay. Mir deins eben. Ja, das ist, wir sind ja flexibel hier. Ich leih mir das mal eben kurz aus. Ich glaube, die Beispiele zeigen, dass wir draußen, das ist ein sehr komplexes System. Da gibt es einfach sehr viel zu tun. Jetzt macht mir das den Eindruck, als wenn ihr da auch schon relativ weit seid. Wenn man sagt, was sind so Learnings aus der Praxis? Ja, vielleicht gerade, wenn man sagt, man bewegt sich jetzt in dem Bereich, dass man gesagt hat, wir beginnen erstmal mit dem Thema. Ja, oder wir sind vielleicht noch in der eher monolithischen Struktur unterwegs. Was wäre denn da so ein Key Learning? Also eins hast du gerade schon gesagt, wir sind am Ball und wahrscheinlich dranbleiben, aber vielleicht hast du noch ein paar weitere Tipps. Ja, wir sind tatsächlich noch gar nicht so weit. Wir haben aber ganz viele Ziele und von der Strategie ist auch die Richtung auch klar. Wir sind jetzt gerade dabei, möglichst viele Funktionalitäten, also wir versuchen wirklich jede neue Funktionalität, ob E-Commerce-Bereich, aber auch im Print-Bereich, serviceorientiert anzubieten, damit wir eben damit diese Flexibilität bekommen. Und man fängt damit an, nicht um jetzt gleich schon irgendeinen neuen Service oder eine neue Anwendung irgendwie zu kreieren, sondern um diesen Baukasten erstmal zu haben, dass man später sehr schnell reagieren kann, wenn Anforderungen kommen vom Kunden, vom Gesetzgeber, vom Markt oder auch irgendwas Länderspezifisches, damit man diesen Spielraum hat, möglichst schnell zu reagieren, eben halt dieser Ansatz. Also nicht unbedingt erst warten, bis irgendwann mal eine Idee kommt, sondern schon relativ früh anfangen. Man muss diese Vorleistung haben. Und je mehr Bauklötze ich habe, desto besser, schneller kann ich dann irgendwas draus bauen. Ja, vielen Dank auch nochmal fürs Laien. Wenn du sagst, die Bauklötze, wie entscheidet ihr denn sozusagen, welcher Bauklotz der erste ist, den ihr euch vornehmt? Puh, das ist schwierig. Man muss natürlich irgendwo strategisch natürlich Kosten, Ressourcen und so weiter abwägen. Auch die Granularität, die Flexibilität. Man muss natürlich gucken, dass man jetzt nicht versucht, auf Service-Ebene jetzt die eierlegende Wollmilchsau nachzubilden. Dann wird man genauso scheitern wie mit so einem monolithischen System. Deswegen ist es immer wieder eine Abwägung. Und wichtig ist natürlich immer der Fokus in die Zukunft. Ziel ist wirklich möglichst flexibel sein, aber irgendwo da auch einen pragmatischen Weg finden. Also so ein richtiges, einfaches Rezept gibt es da, glaube ich, nicht. Okay, hört sich so an. Sebastian, wenn du so sagst, was ist so der Tipp? Okay, also als Tipp, um zu gucken, also vom Anfang her würde ich anfangen bei den Nadelöhren. Also ich würde das, glaube ich, mal perspektivisch quasi weiterdenken und hochskalieren und gucken, wo komme ich in Schwierigkeiten quasi, weil ich die Informationen nicht habe oder es zu lange dauert oder die Wege nicht klar sind. Und da würde ich, glaube ich, anfangen, zuerst composable-orientiert quasi Services bereitzustellen. Und danach würde ich Monolithen quasi abklemmen oder einfach Systeme mal wegnehmen. Wenn ich zum Innendienst heute gehe, der Auftragserfassung macht am Telefon und ich sage dem, du hast jetzt keine ERP mehr, einen Tag lang, dann mal gucken. Entweder sitzt er da und hat nichts zu tun oder wir haben die Services schon so gut an andere Systeme angeknüpft, dass er Umwege findet und die Informationen auch an anderer Stelle wiederfindet. Der kann ja auch den Webshop bedienen quasi und sich im Webshop einloggen und für den Webshop den Kundenaufträge erfassen. Das einfach mal durchzuspielen. Wo habe ich Abhängigkeiten und wo habe ich diesen Service eigentlich nur an einer einzigen Stelle? Das sind meistens die Indizien dafür, wo ich anfangen muss, das modularer zur Verfügung zu stellen. Und jetzt von den Tipps, die ich noch mitgeben kann, ist zum einen, es ist ein bisschen schwierig, das alles nur mit Agenturpartnern zu machen und mit einem Agenturpartner zu machen, weil meistens hat man nicht einen für alles und einen, der alles überblickt. Also diese Gesamtstrategie quasi zu machen, das ist schwierig, wenn man das nicht wirklich selber oder mit Kollegen quasi gemeinsam aus dem Unternehmen heraus, zumindest am Anfang, begleitet und später selber in die Hand nimmt. Es sei denn, man hat wirklich einen zentralen Partner, den man zulässt, quasi in alles reinzugucken und diese Gesamtstrategie mit einem gemeinsam aufzubauen. Das muss man sich halt am Anfang überlegen und ansonsten würde ich das wirklich knallhart fördern und fordern. Mitarbeiter schulen, den Zeit einräumen dafür, sich mit diesen Dingen wirklich zu beschäftigen, weil das so wichtig ist für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens aus meiner Sicht.
Das zweite ist, wird oft irgendwie von Middleware auch in dem Kontext gesprochen. Also die sollte dann aber auch irgendwie in der Mitte stehen. So, ne? Wenn man daran wirklich alles anschließt und die Daten zentral zusammenziehen möchte. Das habe ich auch schon oft gesehen, dass das Middleware irgendwie an der Seite ist und nur für 2, 3 Systeme ist. Denke ich, einfach auf die Reise machen, mit den ersten Systemen anfangen und dann nach den Bedarfen, wenn man die ersten Erfolge feiert, dann wird sich das schnell zeigen, wie flexibel man mit den Systemen unterwegs ist. Okay, finde ich sehr spannend. Also was ich von euch beiden jetzt mitgenommen habe, ist das Thema, dass ihr sagt, natürlich braucht man einen Plan, man muss das planen, man muss die Geschäftskritik damit sehen, wie wichtig ist so ein Prozess. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sagt ihr auch beide, man muss auch ein Stück weit loslaufen, mutig sein und ein paar Sachen einfach ausprobieren. Ja, genau. Und man braucht quasi den im Unternehmen, der das irgendwie vordenkt und weiterdenkt und über die Grenzen denkt und nicht so in Silos denkt und schon gar nicht in Fachbereichen und auch nicht in Channeln denkt. Ne? Also das ist, ich weiß nicht, wer es von euch beiden vorhin gesagt hat, das ist wirklich ein Umdenken, ne? Dass man sich löst von diesen alten Strukturen und sich komplett davon befreit und sich eher denkt, wie kann ich es denn anders strukturieren für mich und für meine Kunden. Ne? Und wir sind so stark getrieben heute auch nicht mehr von der Technologie, das zu können quasi oder diese neue Technologie einsetzen zu wollen, sondern wir sind getrieben vom Service, den Serviceanforderungen unserer Kunden. Also der Kunde fordert diese Dinge ein. Ne? Jetzt, gut, es gibt auch Unternehmen, die hören den Kunden nicht gut genug zu. Wenn man das noch nicht macht, dann vielleicht mal damit starten quasi, die Kunden zu fragen, was wünscht ihr euch, wie können wir das euch besser unterstützen. Ja, man macht diese Marktforschung und Marktumfragen irgendwie alle 5 Jahre, das macht dann der Marketingchef, aber da kommt dann raus, wie gut die einen einschätzen, aber jetzt wirklich mal wirklich intensiv Kunden zu Workshops zusammenzuholen und mit denen die einzelnen Dinge durchgehen, die Komponenten und sich Feedback einfordern und so, dafür fehlt einfach, ne, auch Corona geschuldet damals die Zeit. Man hat es dann so ein bisschen mit so kleinen Umfragen am Ende von irgendwelchen Serviceprozessen irgendwie versucht aufzufangen, aber eigentlich muss man das permanent und ständig machen und dieses Kundenfeedback an jedem einzelnen Touchpoint eigentlich konsequent einfordern und dann bekommt man so viel Feedback zurück an Dingen, die man verbessern kann, die einen wieder zu den Services bringen. Da dreht sich im Kreis. Super, vielen Dank. Ja, wir wollen natürlich auch noch die Chance geben, dem Publikum vielleicht eine Frage zu stellen. Aber Horst, vielleicht noch any famous last words, damit du auch noch einen Kommentar dazu mitgibst, wo du sagst, was siehst du denn aus deiner Sicht als wichtig an, wenn man mit so einem großen strategischen Thema auch anfängt wie Composable Commerce? Das ist eine sehr gute Frage. Ich will noch einen anderen Aspekt einbringen, der ist jetzt eine Ergänzung. Es ist natürlich hier eine Bühne, wo Technologie letztendlich im Vordergrund steht. Hier ist ein Softwareunternehmen, hier ist ein Softwareunternehmen, viele Partner implementieren Software. Es ist natürlich, die Veranstaltung ist technologiegetrieben, so erstmal, oder das ist natürlich der Kern, aber bei allen Technologien und der Möglichkeiten, die die Technologien ermöglichen, das ist eine notwendige Voraussetzung, aber keine hinreichende. Und ich sehe immer wieder, ich sag mal, Technologie einzuführen, ist noch das Simpelste. Das, was du gesagt hast, der Mindshift, die Silos aufzubrechen, das komplette Mindset, ja, wahrscheinlich schon am Ende des Tages auf 180 Grad zu drehen, das ist eine viel, viel größere Herausforderung, die viel, viel schwerer ist zu bewältigen. Und ich sehe immer wieder in Präsentationen, wo der Eindruck suggeriert ist, wenn du jetzt die Produkte, die Technologie, diesen Approach kaufst und anwendest, wird alles gut. Und dann denke ich immer, nichts wird gut. Das ist erstmal der Anfang. Und dann kommen die wirklich schwierigen Dinge und die werden sehr häufig nicht so prominent adressiert. Und das ist etwas, was ich für einen echten Fehler halte. Ja, absolut. Geht ganz stark in die Prozesse rein. Ne? Also genau wie du sagst, die Anbindung an sich der Systeme untereinander mit den Schnittstellen, das ist
Also wir machen es mittlerweile auch selber, weil wir eigene Entwickler quasi damit beschäftigen, quasi nur diese Daten zusammenzustiefeln. Aber am Ende ist das auch nur, ne? API ansprechen, Daten abholen, ins andere System reinschieben und gucken, dass das läuft. So Monitoring drauf und fertig. So, das ist nicht die Kunst. Und auch die großen Schaubilder, die man am Ende sieht mit dem zentralen System in der Mitte und alles ist irgendwie angeschlossen, das ist noch nicht die Kunst. Und das ist auch am Ende nicht die Schwierigkeit, sondern das nutzbar quasi als Service dann bereitzustellen und das aufzubrechen quasi, diese Modelle aufzubrechen und damit die Pflege dann zu vereinfachen und auch die ganze Organisation darauf auszurichten, das ist viel schwieriger auf jeden Fall. Okay, ich glaube, wir könnten hier noch 2 Stunden sitzen bleiben. Ja, leider ist die Zeit schon fast vorbei. Ich glaube, wir hätten noch maximal Zeit für eine ganz schnelle Frage aus dem Publikum. Okay, Nina nickt, das freut mich. Noch jemand, der gerne eine Frage loswerden möchte? Okay, man muss immer das Positive sehen. Wir bleiben in der Zeit und zwar 100%ig damit. Ja, da möchte ich aber auf jeden Fall nochmal Danke sagen. Also erstmal natürlich noch an dich, Horst, und an dein Team und euer Team, dass ihr hier so perfekte Gastgeber seid. Sebastian, Arthur, das vielen Dank auch an euch natürlich. Das ist immer ein Stück weit für uns auch als Anbieter und Technologieanbieter super zu sehen, wie dann die Kunden am Ende mit Technologie und mit Prozessen und mit Personen halt agieren, wie wir es mitgesehen haben. Ich möchte jetzt noch eine Sache loswerden, und zwar möchte ich auch nochmal unserem Marketing von Akeneo danken, die mir also in Rekordzeit die Vorbereitung nochmal mit zusammengestellt haben. Auch das war sehr nett. Und ja, dann sage ich danke für die Unterstützung und natürlich auch danke noch an Sie und euch alle für die Aufmerksamkeit. Und ja, dann wünschen wir, glaube ich, noch einen schönen und erfolgreichen Nachmittag und Tag hier. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.